So, jetzt auch mit Facecam in der Aufnahme. Erstmal zurück. Gehe ich direkt zurück oder mache ich eine Kurve? Ich glaube, ich mache da so eine. Ich glaube, ich würde eine große Kurve machen wollen. Vielleicht haben wir noch einen Wüstentempel oder so. Das wäre halt schon geil. Sagte ich, obwohl ich keinen Platz mehr habe. Okay. Ja, klar, warum nicht? Ich kann das ganze Zeug nicht wegtun. Das ist doch so. Das ist. Aber in dem Dorf war nichts von Towncraft. Was sind die Hasen? Ich denke, was ist denn das für Geräusch? Towncraft bräuchte ich halt auch noch. Nicht Towncraft, hier. Tinker. Ich brauche den Tinkersofen und das ganze Zeug. Hallo, Wüstentempel. Oh Gott. Sind da unten nicht vier Kisten? Ich bin so lost. Oh, das geht so doof, schief. Das wird nicht gut gehen. Ha. Okay. Entschärft. Zimtbaumholz. Ich brauche ja eigentlich noch Pfeffer. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, der Faden. Ich kann den Faden. Oh Gott, ich kann. Oh nee. Oh, das ist echt, ne? Also. Puh. Das kann ich doch nicht hier lassen. Das ist gerade das, was ich halt brauche. Habe ich eigentlich die Knochen weggeschmissen? Die habe ich weggeschmissen, ne? Okay, dann lasse ich die jetzt hier auch liegen. Spinnenaugen könnt ihr auch behalten. Das. Solange ich das hier stacken kann, ist das alles super. Oh, ein Sattel. Oh, scheiße, ein Sattel. Wer braucht schon Steinwerkzeuge, ganz ehrlich? Das. Oh, nee, nee. Warum tut die das? Komm, schau, wer braucht eine Schaufel? 5 Minuten hänge ich im Treibsand und denke mir so, wo ist meine Schaufel? Da können wir drum wetten. Warte mal. Ich habe jetzt hier keinen Platz mehr, ne? Ich brauche bis eine Königin, komm. Das ist ein Silberingot, ne? Hab ich. Okay. Oh, das ist Sprengstoff. Oh, Sprengstoff will ich ja auch nicht zurücklassen. Weißt du, was fies wäre? Wenn das eine Falle in der Falle wäre, dass unten drunter jetzt nochmal eine Falle ist. Das wäre so ein richtiger Assi-Move. Ich muss das Zimt wegtun. Also was sagt mir das? Bevor ich die nächste Wandertour mache, ich brauche so 10.000 Rucksäcke. Ohne 10.000 Rucksäcke brauche ich keine neue Wandertour anfangen. Das lohnt nicht. So, jetzt bitte nichts mehr, was ich gerne hätte. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe gar keinen Platz mehr. Ich gehe jetzt noch ein bisschen rüber und dann machen wir so eine Kurve und versuchen mal, gucken, ob wir einen Ozean hier finden. Und dann laufen wir so in einem schönen Kreis zurück. Okay. Da ist noch was an der Insel, wie cool. Wieso sind hier die ganzen Feuerblümchen? Warum sind die hier, warum sind die alle gedroppt? Und das ist wieder Sumpf. Aua. Wir sind hier beim Kakteen, das war grün. Ali, hops. Jops. Ja, jops. Hops, nops. Nops, nops. Gehe ich noch richtig? Ja. Hier würde ich ja irgendwie noch Zeug mitnehmen, ne? Das Holz hätte ich ja schon gerne. Die Setzlinge hätte ich gerne.
Ah, guck mal, das hat es jetzt auch umgewandelt. Dynamic Silverwood Tree. Da ist nichts. Hier sind noch Kühe. Wir haben rings um uns recht viele Birkenwälder. Könnte ich natürlich... Ich höre random Geräusche, ganz komisch. Ich höre ein bisschen Hintergrundgeräusche nur. Oh, guck mal. Hier ist hier der Ozean. Wir sind gleich wieder belaut wegen Meeresrauschen. Was sind das alles für Mods? Nein. Oh, aua. Au. Ah. Guck mal, Muffin. Meine... Okay. Meine Modlist... Ich habe mir ein eigenes Modpick quasi zusammengebastelt. Und die Modliste findest du unter den YouTube-Videos. Ja, mal in die Videobeschreibung gucken. Hast du die Holzkisten dabei, die beim Abbauen des Inventars... Bitte, was für Holzkisten? Was für Holzkisten habe ich dabei? Nein? Hallo Schlangen. Na? Was für Holzkisten sind da? Wo kriege ich die her? Wie mache ich die? Oh, die wären mega gut. Also wenn ich die jetzt hätte, wäre das super. Dann könnte ich noch weiterlaufen gehen. Einmal just for fun. Wie beim Abbauen das Inventar nicht verlieren. Also wenn das ein Mod ist, ein separat, den habe ich den nicht dabei. Dann habe ich den nicht dabei. Ach, diese Möwen. Ich dachte, ich habe euch bei meinem Haus gehört. Ich dachte, ihr seid nur fake. Euch gibt's ja wirklich. Oh nein. Das Glöckchen ist abgegangen. Warte. So. Gut. Ich dachte, euch gibt's nicht wirklich, sondern ihr seid nur Grundgeräusche. Schön zu wissen, dass es euch wirklich gibt. Kann ich euch... Habe ich mit... Warte. Nein, ich habe das nicht mit... Da gehe ich in den Wanderturm und habe den Rucksack nicht mit dafür. Dann könnte ich die jetzt mitnehmen. Oder dass es bei einer Krähe geht? Weiß nicht. Aber cool wär's. Das wäre schon ein bisschen witzig, wenn das ginge. Ich will nach Hause. Eigentlich nicht, aber wenn ich nicht nach Hause gehe, sterbe ich entweder wieder. Oder sind da Spinnennetze dran? Nee, sind nicht. Okay. Jetzt geht's nach unten. Oh, das könnte eine Rieseninsel sein. Wie geil. Was ist denn das da vorne? Ach so. Ich freue mich echt auf meine Kolonies, ne? Ich bin echt gespannt. Vor allem, wenn ich noch Immersive Engineering dazu packe und so. Oh, es wird gut. Ich glaube, die geht's bei Tinkers. Bitte was? Tinkers? Kisten, die ihr Inventar nicht verlieren. Ich will sehen, wo die sind. Oh, ich meine schon Eisenbahn. Hier sehe ich keine Kisten. Nee, nö. Nope. Nein. Nee. Nein. Explodiert sicher für den Bergbau. Oh, cool. So kleine Granaten. Das ist ja geil. Vielleicht die Kisten aus den Traded Holz. Nee, Massive Engineering. Die Massive Engineering habe ich noch nicht drin. Okay, das ist irgendwie cool.
So kleine Bomben. Echt, die bräuchte ich eigentlich auch nicht, ne? Du, ist hier ein Platz frei. Wenn jetzt nochmal irgendwas kommen möchte, ich habe einen Platz frei. Ich würde mir gerne nochmal die Stelle angucken, wo ich eventuell umziehe. Ich würde gerne nochmal genauer betrachten. Das werde ich gleich mal tun. Im ersten Wendel kommt der noch. Das will ich noch mit reinpacken. Ich habe lustigerweise sogar eine Idee, wie ich quasi diese Welt hier mit meiner alten Life in the Woods Welt verbinden kann. Ich habe da gedanklich eine Idee. Das war super deutsch. Dauert auch noch eine Weile, bis ich die umsetzen kann. Ist auch cool, ne? Diese eine Stelle mit dem, das war hier, ne? Mit dem Fluss, das war halt auch echt cool. Euch gibt's ja auch wirklich. Ich dachte, ihr seid nur Hintergrundgeräusche. Oh. Okay. Wie die unten sitzt. Eine Eule. Kann ich dich mitnehmen? Da hinten sitzt auch eine weiße Eule. Okay, das ist cool. Oh, hier, guck mal, wie cool das aussieht. Das sieht mega gut aus. Das hat was. Kommt hier raus, ne? Wieder um die Kristalle noch. Das sieht cool aus. Moment. Coole Stelle. Okay. Haben schon zwei coole Stellen gefunden. Wo ich mal irgendwann was bauen werde. Oder muss. Guck einer an. Hallo. Oh nein. Oh nein. Ich habe Angst. Bitte nicht. Okay. Das deckt sich wenigstens. Ja. Essiggurken ist jetzt link. Nehme ich. Was ist das? Melonen. Oh nein. Oh nein. Melonen. Was schmeiß ich jetzt weg? Warte. Hier sieht es ja irgendwie cool aus, ne? Ich treib's voll weg. Bin halt wirklich gleich da, ne? Jetzt würde ich gerne nach Süden laufen und gucken, ob da wirklich auch überall Wasser ist. Ich hätte spontan 10-mal noch 10 Bauideen, wenn das eine Insel wäre. Entschuldigung. Hab dich nicht gesehen. Weil wir gerade die Schlange da gesehen haben, ne? Was ich gerade gesehen habe. Hätte ich ein Thema. Ich mag Schlangen. Persönlich muss ich sagen, Schlangen ziehe ich auch Spinnen und so vor. Also, ne, Spinnen, da schreie ich. Aber Schlangen finde ich echt cool. Und ich wohne ja nun mal auf dem Dorf. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Hier gibt es halt auch viele Schlangen. Ne? Blindschleichen, alles drum und dran. Und wir hatten letztens im Garten eine Blindschleiche, also wirklich, die war, sieht man das? Hm, warte. Die war locker so lang. Also sogar noch ein Stück, sieht man, ein Stück länger sogar, so um einen Meter rum war die. Sie war wirklich richtig groß. Ist ja selten, dass man so Blindschleichen der Größe noch sieht. Ich stehe ja sogar schon so halb auf der Liste der gefährdeten Arten irgendwie. Hi. Und wir haben
bei uns in der Nähe wie so einen kleinen Bergbaubetrieb halt. Und die haben quasi ihre Grünflächen gemäht mit einem Freischneider. Wann machen die das? Sonntags früh. Aua. So, Schlangen, wer Schlangen kennt, früh ist mit Bewegen noch nicht so schnell. Ja, und es hieß dann wohl bloß, die haben irgendwie eine große Schlange getötet. Da kriege ich Aggro, wenn ich sowas höre, ne? Erstens sonntags gar nicht. Früh macht man das auch noch nicht. What the fuck, wer klingelt denn da Sturm? Wird die Post sein. Habe ich was bestellt? Nö, habe ich nicht. Bin ich da. Das ist auch so ein Ding, wo ich jetzt... Oh, da kann ich drüber diskutieren. Okay, es geht ganz nach... Aua. Vogel, hör auf. Jetzt habe ich den Faden verloren. Gut. Ist vielleicht besser. Als wenn ich mich hier aufrege. Aus Wölfchen. Oh. Oh. Hä, wieso seid ihr hier? Das ist da aber gar kein Fisch. Doch, so halb. Ach, krass. Okay, ich glaube, ich würde immer auf die unten rum noch laufen wollen. Sowas ist traurig. Also, sowas ist halt mega traurig. Vor allem, die können halt nicht weg. So, nochmal Wölfchen. Naja, sowas kann ich mich aufregen. Die kann ich ja essen, die brauche ich nicht zum Einpflanzen. Ich habe Saatgut dafür. Okay. Die Löwen sind aber, manche klingen nicht gesund. Ich bräuchte halt noch. Habe ich das schon? Habe ich schon. Rot habe ich mitgenommen. Grün habe ich, blau habe ich. Perfekt. Dann können wir eigentlich dann mit Dekokraft ein bisschen anfangen. Oder ziehe ich erst um? Ich würde mal die Stelle angucken. Wir müssen nochmal dorthin laufen jetzt. Ich muss nochmal angucken. Ich möchte sicher sein. Oh ne, nein. Bin Disteln, ey, die ganze Zeit überall. Bin ich schon... Nee, ist alles gut, ich bin noch nicht da. Lauf gleich gerade durch. Ich kenne das, ja, kenne ich. Unsere Nachbarin hat gewusst, dass sie einen Hasenbau bei sich im Garten hat und hat ihren Hund absichtlich rausgelassen. Und der hat alles gerissen. Warte, dass er an die Babys rankam. Da würde ich anzeigen. Das würde ich anzeigen. Weil das geht schon in Richtung Tierquälerei. Das kannst du anzeigen. Also was kann nicht sein. Was ich manche da erdreisten... Boah, da wäre ich aggro bei sowas. Da kann ich mich auch nicht zurückhalten bei sowas dann. Da bin ich dann so nach dem Motto, okay, jetzt machen wir das mit ihr. Weißt du, jetzt legt die sich dahin, wir holen ein paar Kampfhunde, mal gucken, wie das ist. Bin ich dann so, also, weil das ist krank. Entschuldigung, aber sowas ist einfach nur krank. Oh, es wird dunkel. Ah, es wird dunkel. Also keine Monster an, alles gut. Ha. Ich laufe beinahe vorbei, ich muss da lang. Warum sagt mir das denn keiner? Okay, komm, ich penne mal kurz, man sieht hier gar nichts mehr. So, Bett.
Okay. Oder lasse ich das Haus so stehen und baue einfach woanders jetzt mein Haus auf? Ich meine, ich kann es ja stehen lassen, so. Ich müsste halt bloß die Ressourcen so mitnehmen, ne? Die ich halt brauche, um erstmal ein Haus zu bauen, quasi. Da müsste ich hin und her laufen und da quasi das Zeug von A nach B karren. Das wäre leichter, wenn ich dann auch was hätte an Rucksäcken. Ich glaube, ich wollte genau zu dem Thema auch noch was sagen, aber ich glaube, das habe ich vergessen jetzt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich das vergessen habe. Ups, ups, ups. So, gleich wieder da, gleich wieder zu Hause. Hallo. Da kannst du eigentlich sogar, bei dem Thema, kannst du eigentlich sogar damit anfangen, dass, wenn man einkaufen geht, ne? Normalerweise sollte es ja eigentlich so sein, vom Logischen her. Fleisch ist teurer als zum Beispiel Gemüse und Co. Ne? Weil ein Leben zählt ja mehr. Aber es ist ja traurig eigentlich, dass es mittlerweile so ist, dass teilweise Obst und Gemüse teurer sind als Fleisch. Das ist ja auch schon so eine Sache. Das ist eigentlich vollkommen falsch. Schon vom Grunddenken her. Dass ein Leben nicht so viel zählt. Na, ich bin ja jetzt kein Moralapostel oder so. Ich meine, ich esse auch Fleisch, klar. Aber ich versuche das halt normal. Also nicht jetzt irgendwie. Wir machen das zum Beispiel so. Bei uns gibt es dreimal die Woche warm. Und da gibt es halt Fleisch. Na, nee, nicht mal unbedingt. Also es gibt halt die Woche warm. Und am Wochenende, so Samstag, Sonntags, da gibt es dann meistens immer was Leckeres. Süß. Man gibt zum Beispiel Gulasch. Lecker, lecker. Naja, aber so. Es nicht übertreiben damit. Einfach. Ich hoffe, das kommt rüber, wie ich das gerade meine. Ist halt schwierig zu erklären. So, okay, also. Oh, ich habe so viel Stuff, ne? Oder die packe ich woanders hin. Da habe ich Bilder mir vor. Nichts, sie sagen selber, die Anzeige wird fallen gelassen. Ja, aber das ist ja schon. Das ist ja das Problem, was ich meine. Die Menschheit an sich hat da ein. Also, viele. Ne, dieses ganze Grundkonstrukt, was wir uns da aufgebaut haben, an Zivilisation in Anführungszeichen, das kannst du nicht so bezeichnen, weil das ist barbarisch schon irgendwo fast. So, oh, Melonen, die will ich einpflanzen. Die muss ich einpflanzen. Warte. Hab ich? Hab ich nicht mehr, ne? Das ist genau so was. Ja, heute mal die richtigen Themen raus. Pass auf. Das ist genau so eine Sache, wie ihr kennt doch bestimmt oder habt vielleicht schon mal gehört. Es gibt ja so Leute, die was gegen Hunde, Katzen, Pipapo haben. Gegen so Haustiere, vor allen Dingen Hunde halt. Die dann so die Köder irgendwo hinlegen mit Nägeln drin und Glas und allem drum und dran, weil Hunde halt das die Angewohnheit haben, alles zu fressen, was lecker riecht. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehört? Also, ich muss sagen, bei uns in der Gegend gibt es das eigentlich nicht. Also, habe ich noch nie was. Zuletzt gab es mal ein Gerücht, dass es wohl irgendwie was gefunden wurde. Ja, ich wohne auf dem Dorf, also es ist eigentlich nichts weiter hier. Also, hier passiert sowas eigentlich nicht. Hier hat jeder eigentlich einen Hund, eine Katze oder irgendwas. Also, es gibt hier eigentlich keinen, der kein Haustier hat im Dorf. Ich wüsste jetzt nur keinen. Und, also, ganz ehrlich, so jemanden, ne, der sowas irgendwo hinlegt. So eine Falle da mit Nägeln, Glas, whatever drin. Oder Gift drin. Damit die Tiere sterben, wenn sie aus dem Fressen Hunde halt. Und den möchte ich mal erwischen, wenn er das gerade so hinlegt. Aber ich glaube, da hat er andere Probleme. Da hat er richtig andere Probleme. Polizei ist dann sein kleinstes Problem, dann bin ich das größte. Das kann er auch wissen. Den möchte ich erwischen. Hoho.
Ja, leider, also bei mir gibt es sowas nicht. Ich lebe auch auf dem Dorf. Aber bei meiner besten Freundin höre ich sehr viel davon. Ich glaube, in Städten ist es halt mehr verbreitet, halt so. Traurig, aber. So, ich mache jetzt erstmal, ich will das Deko-Crafting anfangen heute. Ich glaube nicht, dass wir heute umziehen. Ich würde gerne hier das so die Seiten noch ein bisschen erkunden. Das können wir gleich mal noch machen. Ein bisschen einfach nur so ein bisschen seitlich erkunden. Ich will mal gucken, wie es dort aussieht. Aber ich tue erstmal ganz kurz ein bisschen mein Inventar auf. Selbst wenn ich jetzt keinen Hund oder so hätte, ne? Also, liege jetzt nicht nur. Wir verstehen uns, bin derselben Meinung wie du. Ich glaube, jeder, der irgendwie Haustier oder allgemein, jeder, der ein bisschen Empathie hat, selbst für Tiere, da wird er schon so reagieren eigentlich. Ich habe sowieso Empathie. Das ist so. Ich habe mit allem Mitleid. Wenn ich eine kleine Maus sehe, die irgendwo läuft, wo ich weiß, okay, die wurde gefressen von einer Katze. Kann ich nicht, ich kann nicht vorbeigehen. Wir hatten das letztens im Garten erst. Wir haben im Garten zwei Katzen. Und die eine hat eine Maus erwischt. Erwischt aber bloß, also die hat noch, keine Maus, einen kleinen Vogel. Hat den Vogel quasi erwischt, aber er hat noch gelebt. Moment.